Gerade derweil schieben sich irgendwelche Pasteten in den Mund, weitere Wetten, die abgehandelt werden und leises Geraune, was jetzt bereits losgeht. Als ihr euch umblickt, könnt ihr vor euch ja eine Küste erkennen, die seid euch nicht ganz sicher, wie viele Meter es sind, die ihr hier rudern müsst, sicherlich mehr als 20, als ihr euch dann nach draußen schiebt. Ja, dann gib mal bitte eine Rudern- oder eine Bootefahrenprobe. Ah, eine Bootefahrenprobe, natürlich. Ist ein körperliches Talent. Nein, gar nicht, ist ein Handwerk. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige wäre, dass ich. Ja, die ist auch mit Einhanderschwernis. Habe ich nur Einhanderschwernis? Ich meine, ich kann die Mittlerweile Hand, nicht mehr. ich Die kann, kann die Hand ja Mechanik. vermutlich um das Ruder drumherum Ja, schnappen lassen, oder? die Mechanik ist ganz gut von Abelmir. So dass du dann als erstes nach draußen rudern kannst. Und hinter dir kannst du dann die anderen hören, die dann doch relativ schnell auch Fahrt aufnehmen. Auch wenn sie keinen Torwaller bei sich haben, Torwallerin bei sich haben, aber es sind stattliche Alanfaner Gladiatoren mit viel Körperkraft, die das Ruder dann wild ins Wasser stoßen und das Wasser auch ein bisschen aufwühlen. Dass sie sich natürlich etwas erschwert und was die Geräusche natürlich vernebelt. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe, während die anderen an euch vorbeiziehen. Mein Paradetalent. Nö. Ja, neben dir, wie gesagt, das Plätschern. Du kannst nicht wirklich viel erkennen, was vor dir liegt. Nur ein glühendes Leuchten von der Statue, die irgendwo hinter dem Strand liegt. Eine gewaltige Götzenfigur, wie sie wohl die Eingeborenen hier pflegen oder tatsächlich dann die Echsen, die sie hier gebaut haben. Kommt schon, zieht. Mir gefällt dieses Wasser nicht. Zulamin und Abelmir, Bootefahrenprobe. Willst du oder ich? Beide. Ja, derweil dreht ihr euch und versucht dann noch zum Strand zu kommen. Die letzte Strömung von den Gladiatoren vor euch hat das Boot auch so ein bisschen nicht zum Kentern gebracht, aber so ein bisschen gedreht, sodass ihr jetzt immer wieder zurückfinden müsstet. Diamantis, Boltax, ihr seht natürlich, wie Abelmir und Zulamin mit schlechten Versuchen versuchen zu starksen, aber das Wasser wird weiter aufgewirbelt. Rote Fahnenprobe. Ja, Diamantis hat er sich, bevor er sich an die Ruder gesetzt hat, noch seine Abalone samt Gurt vom Rücken genommen und Boltax vor die Füße gestellt, mit dem Hinweis: Vorsicht, die ist geladen. Ja, ich halte die Abalone und lasse Diamantis rudern. 10 Punkte. Aber du ruderst, ja, dann Boltax, würfel trotzdem mal deine Bootefahrenprobe. Ich erleichtere sie dir aber trotzdem. Weil Diamantis hilft, und zwar die Hälfte von Diamantis sind 5. Hey, Bodefarm ist Handwerk, oder? Handwerk. Ja. Auf was leite ich das ab? Seefahrt? Ja, Seefahrt plus 5. Auf was leite ich das ab? Dann Gewandtheit. Okay, alles Ich klar. meine, Wagen lenken vielleicht noch. Habe ich auch. Gewandtheit. Ja, alles klar, dann würde ich Ableitung mal. von einem Talent auf ein Attribut ist eine plus 7. Ja, aber erleichtert um 5. Ja, dann um Fünftel, Drittel, also um 2. Okay. Das sind Ich ja nicht würde die jetzt vollen. einfach eine Mach eine Gewandheitsprobe Gewandheitsprobe. Wir schauen. Ja, die ist geschafft. Wow. Mit der Erschwernis von 7 Ja. minus 2 reicht das gerade so, sodass du zumindest dann gemeinsam, ja, Abelmir und Zulamin bleiben noch so ein bisschen zurück. Die bleiben weiter abgeschlagen, aber ihr könnt euch auf alle Fälle neben Anyaban und Yalan setzen. Und Mira schwimmt natürlich auch. Wie tief ist denn Wasser? Ich halte nur einen Stab meines Wasser. Versinkt er vollständig drin, Ja, oder? ja. Jetzt frisst dein Krokodil ihn. Wirf mal Sinnenschärfeprobe, aber mir. Sekunde. Ich würde versuchen, Mira zu rufen. Vielleicht kann ich mich an ihrer Rüstung festhalten, dass sie uns mitzieht. Ja, Abrichtenprobe. Ja, das Wasser ist aufgewühlt, aber du hast. Du hast das Gefühl, als ob da unten irgendwas sitzen würde. Also es ist tief, aber wenn du hinaufstarrst oder hinunterstarrst, meinst du wohl, dass irgendwas zurückstarrt, der Abgrund, in den man nicht blicken sollte. Ich würde mein Seil mal in ein, meinen Stab in ein Seil verwandeln und das Seil Mira zuwerfen, dass sie danach schnappen kann. Ja, Also tut das Mira? einändern, nicht das komplette Seil, ist klar. Auf ihm tut das Mira? Hast du das mit der geübt? Nö. Dann wüsste ein Hefer, ob die das können sollen. Also. Schwimmt dann zu Zulamin erstmal. Ja, also. So schlau ist der Bär nicht.
Hey Mädchen, kannst du uns aushelfen? Und Sulamin greift nach ihrer Schulter, so nach dieser Panzerplatte. Hier, und das Seil. Sie! Lieber Seil, gib es ihr. Ja, Sulamin hält es mal dahin, ob es sich an der Rüstung irgendwo festhalten kann. Klar, ist ja eine Rüstung, du kannst es einfach an die Schnallen irgendwo festmachen. Nee, das wiegelt sich automatisch rum, um einen Gegenstand zu wenden, wenn es gewünscht ist. Und los, wir können doch die anderen nicht alleine kämpfen lassen. Okay, dann mit viel Geplatschen kommt als erstes die Gladiatoren aus Al-Anfa an, und zwar diese beiden hier. Anjaban und Yalan kommen eben auch gut voran. Ich dauert das alles noch ein bisschen. Hier kommt dann eine Kampfrunde später an. Aber ich binde euch einfach Mira mal nach vorne. Und so könnt ihr den Strand vor euch betrachten. Auf der linken Seite liegt noch ein weiteres Ruderboot an. Irgendjemand ist da wohl schon mal angelandet vor allzu kurzer Zeit. Und ihr könnt blutige Spuren erkennen, die von dort aus in Richtung einer kleinen Hütte führen. Wohl ein kleines Strandhäuschen, was hier irgendwelche Ureinwohner gebaut haben. Könnte aussehen, gerade mit dieser Erhöhung, wie ein Aussichtsturm, damit man dann eben jemand, der vom Wasser kommt, von der Wasserseite aus gut erkennen kann. Und zahlreiche weitere Totems und Figuren, die hier am Strand liegen, allesamt aus Holz, geschnitzt, teilweise aus Stein, allesamt überwuchert mit vielen Moosranken, also sehr sumpfiges Gelände, gerade wenn ihr euch dann vom Strand entfernt. Es gibt zwar wenige Steinplatten, die hier noch auf dem Boden liegen, aber es ist sehr sumpfiges Gelände. Verfügt jemand von euch über Sumpfkunde? Ja, ich. Heutag, sehr gut. Dann, ja. Für euch ist alles erschwert, weil alles, was ihr tun wollt, um 2 erschwert. Außer für Boltags, für den ist alles normal plus minus 0. Und damit landen sowohl die Gladiatoren hier an, als auch Anja und Yalan und Diamantis und Boltags. Oder einige Mann schaut an, gehe ich direkt zu meinen beiden Kameraden rüber. Wo sind die anderen? Ich denke hinter uns. Damit reiche ich Diamantis auch seine geladene Waffe. Hier, bitteschön, ich habe drauf aufgepasst. Kein Spritzer drauf gekommen. Die sind auch auf dem Wasser, wir sollten den Strand absichern, damit die in Ruhe landen können, anlanden können. Ja, haltet die Augen offen. Ich gehe mich kurz umsehen. Initiative. Ich habe für mich schon einmal gewürfelt, und zwar die Stammeskrieger sind auf der 19. Der Schlinger ist aktuell noch nicht zu sehen. Der wird dann später auf der 16 agieren. Und ihr alle könntet euch dann jeweils positionieren auf dem Brett. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt nicht in den Dschungel kriechen. 18. Zur Klärung, haben wir die Elixiere schon getrunken? Weil sonst würde ich das tun, bevor ich vom Boot gehe. Noch habt ihr sie nicht getrunken. Nee, das habt ihr nicht angesagt. Also ihr führt sie mit euch, aber noch habt ihr nichts getrunken. Was hättet ihr in der Zwischenzeit tun können? Also ich hatte gesagt, dass das Unverwundbarkeitselixier ist ja eine Paste. Das hatte ich ja gesagt, dass wir es auf dem Schiff schon präpariert haben. Ja, ja, also das würde keinen Sinn ergeben. Wenn die Sachen halt auch irgendwie mehrere Spielrunden lang halten, dann würdet ihr es sicherlich schon getan haben. Aber wenn etwas nur wenige Kampfrunden wirkt, dann müsstet ihr das natürlich selber alles, sagen. Was wir haben, dauert Spielrunden. Also Gewandheit-Elixier 35 Minuten insgesamt. Gut. Also, ich meine, es ist ja jetzt auch kein Aufwand, das auf dem Boot noch eben zu kippen. Auf die 3 Aktionen kommt es wohl nicht an. Bin nicht der Langsamste, Mira ist hinter mir. Yes! Also wenn wir das geschafft haben. Ich habe 7er Grundini. Tierinitiative halt. Selbst Pferde haben mehr. Und Zulamin auf der 32. Okay. Ja komm, Fräulein Klingentänzer, geh nach Hause. Kampfrunde 0. Und zwar seid ihr die bekannten Helden, die Schlechter von Galotta und Rassasor. Dementsprechend nehme ich euch als erstes ins Visier. Wen entscheidet der W6? Ich schaue gerade mal, auf wen anvisiert wird. Und zwar die 1, das ist Zulami, die steht oben. Dann, die ist noch auf dem Wasser. Die ist noch auf dem Wasser, das ist aber egal. Sie schießt mit einem Echsenbogen. Wer die Regeln der Echsenbögen kennt, du weißt, sie sind wie Elfenbögen. Und schießen tut ein Echsenkrieger. Ich würfel einfach mal auf die 22 mit den Modifikatoren, die wir uns jetzt angucken können. Ist das ein Hinterhalt, den ich erkennen könnte und vorziehen? Das ist ein Hinterhalt, ja. Also du hast aktuell noch eher für das Wasser deiner Augen gehabt. Ich will natürlich noch Aufmerksamkeit. Also die Frage ist, kann ich eine Intuitionsprobe machen oder nicht? Kannst du. Okay. Ist erleichtert um 4 für Aufmerksamkeit und ich glaube um nochmal 4 für Kampfgespür. Nein, doch 4 für Aufmerksamkeit, 4 für Kampfreflexe und 2 für Kampfgespür. So rum war es. So, du bist ein menschengroßes Ziel, das ist eine +2, die Entfernung.
Muss ich gerade mal nachgucken, wer schießt. Ich nehme einfach mal diesen Echsenkrieger hier. 50 Karte. Meter. Die Karte gereicht? Karte ist gereicht, ja. Okay. So. 50 Meter müsste es noch solide in seiner Plus-Minus-Null-Distanz sein. 50 Meter ist ein Schadensbonus von plus 2? Nee, plus 1. Plus 1, weil du bist auf, ab 51 Meter. Du bist auf der dritten Reichweite unterwegs. 10, 25, 50. Genau. Okay, du kannst, ja, es ist eine plus 1. Du hast kannst jetzt halt sagen, er lässt sich einen Meter näher rankommen. Nee, passt. Ich mach das. Ich fange einfach mal damit an. Das ist dann die plus 2 Reichweite. Warte? Ja, doch. Ja, genau. So, dann Fernkampf, Bewegung des Ziels. Deine Bewegung ist eine leichte Bewegung. Also plus minus 0. Die Sichtverhältnisse für ihn, er hat keine Probleme, er hat einen Sumpfkunde und das Licht ist einfach ja, normal hell, das ist auch nicht dunstig oder so, es stinkt einfach nur. Er ist nicht farbenblind, er ist nicht kurzsichtig. Schuss. Die Intuitionsprobe hätte geklappt. Ja, dann darfst du ausweichen oder Schild parieren. Ich werde Macht auf Fernkampf. Okay, dann... Ich bin ja zuerst dran. Ich habe genug Aktionen. Ich schmeiß die schnell wie eine Eidechsen-Liturgie. Dauert die eine Aktion? Ja. Okay. Das ist normalerweise der Punkt, an dem du widerlich sagen musst. Aber du kannst warten, bis du ihren Ausweichenwert hörst. Ich habe einfach mal gewürfelt. Ja, das Problem ist, dass du in dieser einen Aktion deine Liturgie sprichst und du kannst in der nächsten Aktion kannst du ausweichen. Aber Ausweichen ist ja reaktiv. Das kannst du in jeder Ini-Phase machen. Da hast du recht. Stimmt. Das ist die Reaktion. Vor allem kriegt sie ihre zweite Aktion auch noch vor der ersten Aktion der Echse durch. Also, das ist richtig. Okay, ich spreche die auf Grad 3. Und müssen wir die Erschwernisse durchgehen? Theoretisch hier. Würfel erstmal. Würfel einfach. Hab ich schon. Ja, genau. 19. Also, dann ist die Frage, wie hoch steigt dein Ausweichenwert? Achso, nein, weil die LKP-Stern wichtig sind. Du verlierst zwei für den Grad. LKP-Stern. Und für die Sumpfkunde, das ist eine Zweier-Erschwernis. Das sind insgesamt 4. Also gehst du runter von 19 auf die 15. Du bist doch nicht im Sumpf, bist du im Boot. Ja, kriegt man die minus 2 schon auf den Booten? Im Prinzip ja, weil es also jetzt auch schon sumpfig und stinkig und... Und du bist eitel. Deine Eitelkeit, die zählt auch voll rein. Gut, das sind dann eine 3er-Erschwernis, eine 5er-Erschwernis, für Grad 3 eine 4er-Erschwernis, das und dann ist dann eine 9er-Erschwernis. Aber bleiben noch 10 Punkte. Sonst sollte eigentlich nichts eine Rolle spielen, oder? Meines so Wissens ist, nicht, nein. So groß ist die Not es noch nicht. Es bleiben 8. Sie könnte maximal eine 10er-Erschwernis fangen. Aber sie hat einen 18er Talentwert. Sorry, 19. Sie hat einen 19er Talentwert, wenn du dann 9 von abziehst, hast du nur noch 9 übrig. Es geht hier um echte Talentpunkte. Gut, das heißt, du sagtest jetzt gerade 9, vorher sagtest du 8? 9, ich habe mich verrechnet. Okay. Dann trage ich das kurz ein. Dein Ausweichenwert steigt jetzt um 9 Punkte? Ja. Wow. Dann ist die Ausweichenprobe gegen ein Fernkampfwert um 8 erschwert. Um 8 erschwert, um 3 erschwert für die Eitelkeit, dann genau. Sind wir bei 12, dann um 2 für den Sumpf, sind wir bei 14. Sind wir bei 14. Okay. Und gibt's noch eine, weil sie sitzt? Würde ich nicht näher, eigentlich ja, würde ich jetzt noch nicht zählen. Okay. Und dann 2 oder sowas, aber. Ach, war gut, dass wir es gerechnet haben, das war knapp. Was kriegen wir plus 2 auf die Attacke und Parade oder auf den Angriffswert generell und dann plus 1? Also, wenn es auf Talente 2 ist, muss es auf die Werte 1-1 sein. Genau, okay, 1-1. Also sehen wir diesen Fall kommen? Jetzt, ja. Jetzt, wo es zu spät ist. Zulamin, für dich wird die Zeit langsamer. Du kannst den Pfeil auf dich zurasen sehen. Du betest noch einmal kurz zu schnell zu Zahl und Reihe und drehst dich dann eigentlich nur noch. Du drehst dich einfach aus dem Schuss raus, der dann direkt hinter dir in das Holz klockt und einen großen Teil noch absplittert und dann im Wasser unter dir versinkt. Der Kampf hat begonnen. Hinterhalt! Diamantis, tu was! Zusammenbleiben, folgt mir! Ruft Anjaban. Schildwahl!
Und läuft erstmal. Drei Schilden, die hier unterwegs sind, ja. Läuft erstmal die 4 Meter dahin. Die anderen tatsächlich folgen ihr, weil sie ist erfahrene Gladiatorin. Die anderen sind noch nicht da. Aber sie hat jetzt hier sowas wie einen also minimal kleinen Schildwall. Das hat jetzt mit dem Torwallern Dingern nichts zu tun, aber die nehmen jetzt hier erstmal Aufstellung. Was tut ihr? Fang von unten nach oben an. Ja? Kannst du noch mal zeigen, wo der Pfeil herkam? Für dich mache ich das sogar. Ja, hier. Okay. Danke. Das weißt du, die anderen wohl nicht. Also aus grob aus der Richtung. Keine Sorge, der verschwindet sowieso gleich wieder. Aber von da aus kam er. Gut, wir fangen an mit 12, Mira. Ja, das Boot an Land ziehen. Ich weiß nicht, wie viel Aktion das dauert. Ja, ich guck gerade mal. Bam, bam, bam. 13 Meter, passt. Gut, Mira ist durch. Voltax. Erste Aktion orientieren, zweite Aktion begebe ich mich hier zwischen, dass ich geschützt an deren Schilden. Hinter den Schildfall. Der Schlinger ist noch nicht da. Dann, Jana. Ich will mich tatsächlich auch orientieren. Na, das lohnt sich nicht, sorry. Ich halte mich erstmal an den anderen und ja, doch, ich orientiere mich nicht, weil ich die Inni brauche, sondern weil ich mich umsehen möchte. Also der. Genau. Einen Überblick über den Strand verschaffen. Sitzt hier was im Gebüsch, wartet jemand auf uns. Sinneschärfe. Sinneschärfe. Man parallel gegen auch versuchen die, kann man. Gegen die sich verstecken Werte der anderen Kreaturen. Oh, kriege ich die Sinnesschärfe auch, weil ich mich ja auch orientiert habe. Ja, du hast ja noch nichts wirklich weiter gemacht. Du hast dich orientiert und ja, da steht dir die Sinnesschärfe natürlich zu. Klar. Wenn die beide dann machen. Ohne Erschwernis wegen sumpfkundig vermutlich. Sumpfkundig, ja, aber die Erschwernis ist dann gegen den sich verstecken Wert des Stammeskriegers. Ist ja klar. Da sind ein paar Erschwernisse drin, aber warten wir erstmal ab, was er würfelt. Ja. Der 20. Also für Beutax wird das nicht reichen. Ich würfel gerade mal die Q. So, warte mal. Das sind Q5 Verstecker. 15, 15, 15 mit TAW 12. Dann schaffe ich es nicht. Da bleiben 12 übrig. Du kannst eine 12 knacken. Nee, mit Sumpfkunde reicht das gerade ebenso nicht. Genau, ich knack nur die 8. Dann nach Jalan kommt Abelmir gerade an Land. Warte, warte, stopp. Sinnschärfe ist ein Mirakel plus Talent für Prios. Ja, durch die Entrückung meinst du dann? Ich krieg also keine 2 Erschwernis, sondern 2 Erleichterung und damit schaffe ich's. Nee, du musst ihn ja überbieten. Nein, ich muss ihn matchen. Hey, wenn wir schaffen, wie viel Entrückung hast du denn gerade? 2. Also, gibt dir wie viel Erleichterung? 2. Und du hast 2 Erschwernis aus Sumpfkundig? Richtig, das hebt sich gegenseitig auf und dann knacke ich die 12. Und er hat die 12. Richtig. Ja, das ist dann mit 1 Punkt übergeschafft. Okay. Ja. Dann, nach Jalan, die Acher Stammeskrieger. Moment, was sehen wir? Ja, ich habe hier einen freigegeben. Achso, ich sehe. Ah, okay, du hast ihn aufgedeckt. Tun noch nichts. Die haben bisher einen Pfeil verschossen. Du kannst sehen, er hat einen Speer in der Hand. Beziehungsweise, ja, Speer, Dreizack. Hat zumindest 3 Zacken. Hättest du damals, Muntergonus hast du ja nicht richtig getroffen, aber seinen Lehrling hattest du im maraskanischen Dschungel getroffen. Der hatte damals von dem Achwawa erzählt. Wenn du doch genauer zugehört hättest, was diese Waffe genau tut. Lange her. Es hat mich nicht so sehr interessiert, was der Alter zu sagen hat. Aber mir. Also ich bin jetzt schon an Land gekommen. Also die eine Kampfrunde ist vorbei, die es dauerte. Würde ich es schaffen, zu dem Exit Game zu kommen? Du weißt gar nicht, wo er ist. Den sehen seht ihr alle nicht. Ah, ja. Ach, okay. Dann verstecke ich mich hinter Miras kräftigen Rückseite. Mira kommt an. Dann bleibst du erstmal da stehen und tust nichts. Hinter ihr, genau. Gut. Diamantis 21. Ja, ich nutze ebenfalls eine Aktion, um hier Überblick über mein Territorium zu verschaffen, somit mich zu orientieren, meine Inni auf 25 zu erhöhen und eine Sinneschärfeprobe zu würfeln. Mhm. So, da packe ich dann zusätzlich noch 2 ASP durch Meisterhandwerk rein. So, körperlich war das, ne? Ja. Sinneschärfe habe ich mir von 12, der wird um 4 erhöht. Ist weil du es Feuer machst, Schwert. Ja, genau. Sumpfkundig bist du. Habe ich nicht, dadurch habe ich die 2 Erschwernis mit reingenommen. Ja, du kannst sehen, du siehst zwar auch den Hexenkrieger vor dir, das mag zwar interessant sein, die anderen haben den noch nicht gesehen, allerdings kannst du etwas hinter dir hören und du als alter Seekrieger drehst dich um und siehst gerade wie ein Maru hinter euch
an dieses Boot heran, also von unten nach oben taucht und jetzt gerade mit einem Hinterhalt beginnt, der wahrscheinlich ihm jetzt einiges kosten könnte. Boromir ist auf dem anderen Boot. Warum? Weil Praias gnädig ist. Ja, das sehe ich. Ich bin auf der INI 25, also wahrscheinlich auch vor dem Maru dran. Dann schreie ich nochmal nach freien Aktionen. Sie kommen aus dem Wasser! In zwei freien Aktionen. Mhm. Drei. Gut. Sie kommen aus dem Wasser. Was willst du noch tun? Du hast dich orientiert. Das war's. Dann habe ich noch eine Aktion und die in der nutze ich. Habe ich meine Abalone in der Hand oder hätte ich die Zeit gehabt? Du hast gerudert. Okay. Du hast dir Boltax gegeben. Ja, Boltax hat sie mir ja wieder in die Hand gedrückt. Deswegen will ich wissen, ob ich die Zeit gehabt hätte, die mit dem Schultergurt das ist richtig. Also ich habe sie ihm tatsächlich in die Hand gedrückt, als wir angekommen sind. Das richtig. Hatte ich auch gesagt. Stimmt, ja, stimmt, das ist richtig. Ich hatte jetzt. Also ich würde auf alle Fälle eine Aktion von dir haben wollen, damit das ist halt eine Abalone, ne? Fragen wir doch so, hast du Schnellziehen? Habe ich nicht, nee. Ja, dann ist die Frage beantwortet. Also du kannst sie bereit machen und dann kannst du sie dir. Will sie nicht auf der Hand haben, ich will sie auf dem Rücken haben, weil ich habe nicht die Intention, jetzt schon damit zu schießen. Dann tu sie so auf dem Rücken. Laden ist. Gut. Genau. Dann Zulamin ist fertig. Nächste Kampfrunde. Die Echsen, beziehungsweise... Ich habe noch eine Aktion. Welche denn? Nee, sorry, ich wollte mit Diamantis reden, aber jetzt hat er die Sache... Sorry, ich bin doof. Mach weiter. So, Mira wäre auf der 12. Ich muss gerade mal gucken, wo sind denn die Gladiatoren? Die haben nämlich tatsächlich noch gar keine. Das sind... Ich glaube Q4, Q5 Leute, die haben eine eigene Wertetabelle für die NPCs. Sagen wir, sie haben eine 14 eigentlich. Aber nur eine 2. Genau, setzen wir von der 2, von der 14 auf die 2 sind 16. Größe, ein bisschen größer. Die Echsenkrieger, die Marus sind tatsächlich nicht ganz so schnell wie die Echsen. Ich würde einfach mal die 16 auch veranschlagen von den Marus. Und zwar mit einem Hinterhalt auf Ulan Erdabenas. Jetzt einfach mal. Ist das denn noch ein Hinterhalt, nachdem ich die gewarnt habe? Bam, 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 bam. Na gut, dann kann er sich umdrehen. Dann kriegt er keine minus 8, sondern nur noch eine. Ja, einen einfachen Angriff. Warte mal. Ich würfe jetzt einfach mal für den Maru auch mit dem. Auf den 19, mit dem 1W6 plus 4, auch wenn es kein Achverbar ist. 12, das ist gelungen. Dann würfel ich einfach mal die Parade mit dem. Ruder, das zerbricht zwar, weil es eine improvisierte Waffe ist, aber die Parade von dem Maru ist damit auf alle Fälle missglückt. Und Romero kann Ulan an das Wasser heranbringen. Damit sind sie zwar auch dran. Mit einem Ruder? Ja, das kriegt er hin. Ja, Maru ist oben drauf und kämpft gerade mit ihm. Und das war zumindest diese Aktion hier hinter Mira, 12. Ja, Mira sieht niemanden. Mira weiß nicht, was jetzt hier los ist. Mira geht erstmal zu den anderen. Ich weiß jetzt, was ich mit meiner Aktion tun möchte. Ja, das kannst du dann gleich sagen. Willst du vorziehen? Ja, tatsächlich. Und zwar möchte ich so tun, als würde ich in Panik verfallen. Und irgendwie rufen, weg vom Wasser, weg vom Wasser! Und meine volle Bewegungsreichweite, was nur 6 Meter sind, hier langrennen. In der Hoffnung, den Hinterhalt des Echsenkriegers zu provozieren. Mhm. Ja, du hast vorgezogen, Mira hatte eben gehandelt, die hat sich bewegt, sieht sonst keinen, der Schlinger ist noch nicht da. Die Gladiatoren, die habe ich ja einmal vorgezogen. Diese hier sind dran und halten sich an Anjaban. Sie ruft hoch zur Hütte, taktischer Vorteil. Und läuft dann hier hin. Beziehungsweise der ganze Schildwall verlagert sich dann hier rüber. Die wollen wohl hier hoch. Dann nach der 16, die 17 Boltax. Ich würde mich erstmal an Mira beziehungsweise an Diamantis und Abelmir halten. Also mich hierhin begeben. Das heißt, du schaltest auf die Follow. Wartest eben, was Abelmir macht und läufst dann mit. Genau. Abelmir, dann musst du vorziehen. Ja. Ich stehe hier im Wasser jetzt, sieht zumindest aus nach Kabel. Du bist gerade am Strand angelandet, also deine Schuhe sind auf alle Fälle nass. Gut, dann rufe ich San Laros Akshuka. Ich wirke einen Acceleratus auf mich, dort zwei Aktionen. Mhm, gut, dann steigt die Initiative, Basis Ini mal 2 und also der W6 zusätzlich. Die Erschwernis hat immer plus 2, gehen wir aus den Acceleratus auch. Ja. Korrekt? Ja.
Dann ist aber mit zwei Aktionen fertig. Die Echsen sind dran. Ein weiterer Pfeil, der fliegt. Und zwar auf W6. Ihr seid die Helden, ihr seid das Ziel. Wieder die 1, wieder zu Lamin. Tja, dann weiche ich mal aus. Guck mal. Von demselben Typen? Nee, ist ein anderer. Denke ich nicht. Wartet mal. Also wie gesagt, Echsenbögen, die sind mit elfischen Langbögen vergleichbar. Das Nachladen dauert, aber der schießt immer ein anderer. Naja, dauert. 3 Aktionen. Ja. Bist halt keine guten Bögen gewöhnt. Das Problem ist, du weißt ja nicht, wie viele da sind. Oh. Ich schub das. Dann mache ich Schaden, und zwar 9. Beziehungsweise ich kann Glück nehmen, oder? Du kannst Glück nehmen. Alle einmal Glück von Jalan bekommen, ne? Okay, dann wächst es mit euch. Ein bisschen. Schade. Gut. Dann ist der Glückssegen raus und du siehst, dieses Mal hat tatsächlich eine andere Echse geschossen, und zwar hier hinten im Dschungel. Sitzt auf einem Baum und hat von dort aus auf dich geschossen. Du saßt ja noch im Boot, warum auch immer du das Ziel bist. Die anderen sind gerade rausgesprungen. Abelmir wirkt seine Litaneien nach Abelmir. Die Echsen sind fertig. Die anderen Echsen sind wieder versteckt. Diese hier, schauen wir mal nach auf einen neuen Versteckenwert. Schauen wir erstmal nach, ob sie die Bait nimmt, oder? Willst du sich wieder verstecken? Weil jetzt gerade präsentiere ich ein sehr leicht aufzugabelndes Ziel. Ja, ich überlege gerade, ob sie das tut. Na gut, machen wir. Dann bist du alleine. Ich auch gerne auf whatever. Du hast ihn nicht gesehen, ne? Doch, ich habe ihn gesehen. Du hast den gesehen? Sonst würde ich hier gar nicht reinlaufen, um ihn da rauszubaiten. Ich wüsste ja sonst gar nicht, dass er da ist. Okay, dann überlege ich gerade, mache ich einen Sturmangriff? Ja, Sturmangriff mit dem Achtfacher. Ja, dann ziehe ich vor. Ja. Okay, stopp. Und zwar eine kurze Korrektur. Ich habe tatsächlich Schnellziehen, habe nochmal nachgeschaut. Und Schnellzieher, meine Balestrina, die ich im Hüftköcher habe. Genau. Freie Aktion und nutze eine Aktion, um auf die Echse zu schießen. Ich würde tatsächlich warten, bis sie knapp an. Bis sie schon in ihrem Sturmangriff drin ist, ja? Genau, in ihrem Sturmangriff drin. Also ziehe sie so. Ja, gut, passt. Damit ist sie 6 Schritt dran. Das sollte dennoch noch die dritte Kategorie sein. Ich schaue schnell nach.